Hallo und herzlich willkommen zu einer Runde Song of Horror, die One-Shot-Challenge. Ich habe gehört, sie soll super erschreckend sein. Schauen wir doch mal, ob sie uns klein kann. Ich sag nein. So, da sind Settings. Ach, guck mal, wir können die Sprache auch auf Deutsch stellen. So. Neues Spiel. Schauen wir mal. 3 Tage sind vergangen, seitdem Daniel in die Hascher-Villa gegangen ist. Seither hat niemand von ihm gehört. Who the fuck is Daniel? Okay. Sophie Van Denant. Alter 40, Lichtquelle Querze. Du nicht nehmen Kerze. Huch, ich bin ans Mausrad gekommen. Das Leben hat Sophie viele Male auf die Probe gestellt, aber sie hat es immer geschafft. Dank ihrer außergewöhnlichen Widerstandsfähigkeit konnte sie die Kraft aufbringen, ihre gescheiterte Ehe mit Daniel, ihr Ex, aufzubringen. Zu beenden. Ups. Sophie, die eine renommierte Kunstgalerie leitet, genießt nur ein Leben in Wohlstand. Etwas, nach dem sie sich stets gesehnt hatte. Geschwindigkeit, 5 Balken. Unscheinbarkeit, 5 Balken. Stärke 4 Balken. Gut, sie sieht jetzt auch nicht aus wie ein Bodybuilder. Gelassenheit 6 Balken. Luftkerzen. Wann immer ich eine anzünde, fühlt sich alles um mich herum sicherer und friedlicher an. Sophie. Okay. Alina Ramos, Alter 32, Lichtquelle Taschenlampe. Alina ist leidenschaftlich, lernt schnell und scheut sich nicht davor, ihre Hände bei der Arbeit schmutzig zu machen. Stets gut gelaunt und energiegeladen hat sie mit ihrer Schwester die Welt bereist, auf der Suche nach einem besseren Leben für sie beide. Alina arbeitet jetzt als Elektrotechnikerin bei Monolith Security und ist Teil eines hochqualifizierten technischen Support-Teams, das für High-End-Sicherheitssysteme für exklusive Kunden repariert. Okay. Sagen eine Allrounderin. Geschwindigkeit 6, Unscheinbarkeit 6, Stärke 5, Gelassenheit 3. Walkie-talkie. Es funktioniert nicht mehr richtig, es empfängt eine Menge seltsamer Störsignale. Alina. Alexander Luskin. Alter 59, Lichtquelle, Kerze. Alexander und seine Frau Mascha sind Haushälter in der Villa des Schriftstellers Sebastian P. Hascher. Eine ihrer vielen Aufgaben ist es, sich um die Kinder des Autors zu kümmern. Das russische Ehepaar, beide christlichen Glaubens, zog Anfang der 80er Jahre nach Europa, um einer geheimnisvollen Vergangenheit zu entfliehen, von der Alexander nur selten spricht. Geschwindigkeit 4, Unscheinbarkeit 6, Stärke 8, okay, holla die Waldfee ist sehr stark, Gelassenheit 2. Lachmann aus Leder. Nimm einen Schluck aus der Flasche, um deine Nerven zu beruhigen, wenn Gefahr lauert. Das hat bei mir immer funktioniert. Alexander. Alles klar. Ich würde sagen, er ist Alkoholiker. An dieser Stelle, Leute, nehmt das nicht wörtlich. Alkohol ist keine Lösung und es ist nie gut, zu viel oder regelmäßig davon zu sich zu nehmen. Etienne Bertrand. Alter 45. Lichtquelle Feuerzeug. Na gut, ich sehe schon, du bist Raucher. Etienne ist ein selbstbewusster Selfmade-Mann, arbeitet als Vertriebsleiter bei Wake Publishing und ist damit Daniels direkter Vorgesetzter. Okay. Sein Chef. In seiner Rolle als persönlicher Assistent ist Daniel zu einer Art Laufburschen geworden, obwohl Etienne ihm langsam immer mehr Verantwortung überträgt. Auch wenn beide sich gerne über den anderen beschweren, schätzen sie sich gegenseitig und haben außerhalb der Arbeit ein freundschaftliches Verhältnis entwickelt, was jedoch keiner von ihnen gerne zugibt. Geschwindigkeit 5, Unscheinbarkeit 4, Stärke 6, Gelassenheit 5. Notizordner. Alles Wichtige aufzuschreiben ist das Geheimnis eines guten Gedächtnisses. Etienne. Okay. Dann wären wir wieder bei Sophie. Ja gut, wenn Daniel seit 3 Tagen verschwunden ist, ich weiß nicht, ob seine Ex sich auf die Suche machen würde.
Eine Technikerin, die merkt, dass irgendwas komisch ist? Der Haushälter, der gerade ohne seine Frau anscheinend unterwegs ist? Mal mit Koffer? Etienne, der seinen Freund vermisst? Ich würde sagen... Ich würde sagen, wir nehmen mal die Technikerin. Nach 3 Tagen rauft man sich noch nicht alle Haare. Man bricht vor allem nicht, glaube ich, in andere Häuser ein. Tascheville ist ein großes Koloniehaus aus dem 19. Jahrhundert. Okay. Charaktere mit hoher Unscheinbarkeit erregen weniger Aufmerksamkeit. In der Regel bedeutet, sie sind nicht so sehr den Bedrohungen ausgesetzt. Was für Bedrohungen? 28. September. Okay. Ganz vergessen, sie hat eine Taschenlampe. Unschlagbares Plus. Hinterreihrad. Die Tür klemmt. Haben die einen Hund? Haus Nummer 4, okay. Die Tinte ist verlaufen. Wahrscheinlich durch den Sturm, der letzte Nacht war. The door was open. Were they waiting for me? Hallo? Ach, guck mal. Die Alarmanlage hat keinen Strom. Ha? Anziehsachen hängen da. Es ist also jemand im Haus. Manchmal sehe ich teure Uhren wie diese, wenn ich Alarmanlagen im Haus irgendeines Seniors installiere. Ein Reiseführer. Mein lieber exzentrischer Ehemann, oh, was für eine Begrüßung. Ich habe dir deinen Schlüssel in die obere Schublade in deinem Büro hinterlegt. Die Kinder waren in letzter Zeit sehr nervös. Wir müssen darüber reden, sobald du zurückkommst. Und ich will nicht, dass sie damit spielen. Okay. Familienfotos? Nur eine gequälte Seele kann solche Bilder malen, okay. Okay, sind wir welche aus dem Urlaub zurückgekommen? Hallo? Ihre Weinflaschen, gruselige Puppe, merkwürdige Eule, das sind Zigaretten. Seniores des Hauses haben ein Piano. Ich wette, es klingt wunderbar. Okay. Aramba, so viele Flaschen. Hinten waren auch schon leere Flaschen. Sollte uns das Sorgen machen? Die Pflanze fängt an zu welken. Ich denke, sie braucht etwas Wasser. Magazine. Gut, wenn die Pflanze jetzt anfängt zu verwelken, würde ich sagen, so eine Woche, vielleicht 2, war keiner hier. Amin. Tiere zu jagen und es dann nicht zu essen, ist respektlos gegenüber der Natur. Ich hoffe, sie haben es gegessen. Das hoffe ich auch. Bücher von Sebastian P. Hascher, dem Zierne des Hauses. Eines Tages muss ich eins lesen. Achso, aber da war auch eine. Uhu. Die Früchte sind nur zur Dekoration gedacht. Okay, eine Versteckmöglichkeit.
mich nicht im Spiegel sehen. Mienfotos wieder. Nie gesehen, das Teller mit Büchern. Ja gut, vielleicht Kochbücher. Es wurde für viel gedeckt, aber nicht gegessen. Sehr merkwürdig. Nimm mal da lang. Oh, eng. Ein Teegeschirr. Nein, 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 ich wollte nicht durch die Tür. Ich glaube, da lag Streichhölzer. There's something on the counter. Ja, da, Streichhölzer. Wir haben Streichhölzer. Bücher. Aha. Ein Ring. Die untere Hälfte eines Schlüssels, diese Kerben, ich glaube, er ist an dieser Stelle abgebrochen. Okay, ich dachte, das wäre ein Ring und kein Schlüssel. Gut zu wissen. Nur den halben Kaffee getrunken. Schau dir diese Funken an. Diese Pfütze muss sich auf die Lichter im Haus auswirken. Hat also ein Bild gemalt, bei dem irgendwelche Schattenhände nach ihm greifen, wenn er im Bett liegt. Saul, 7 Jahre alt. Das ist gruselig. Nicht in diese komische Pfütze treten. Oh, eine verschlossene Tür. Nummer uno. Künstliches Zeug. Noch mehr künstliches Zeug. Hundefutter. Ölkanister. Superwash. Ist eigentlich auch ganz schön frech von... Was war das für ein Geräusch? Du solltest besser nachsehen, bevor du wieder rausgehst. Um dein Ohr gegen eine Tür zu drücken, musst du zunächst zur Tür gehen. Sobald du das Lauschen-Symbol siehst, drücke und halte die rechte Maustaste. Achte beim Lauschen auf Geräusche, die von der anderen Seite kommen. Butcher, what was that? Butcher? Wüsste jetzt gerne, was Butcher bedeutet. Jetzt aber nichts. Ja, scheint, als wäre die Luft rein. Von nun an kannst du lauschen, was auf der anderen Seite von Türen passiert, die du noch nicht untersucht hast. In einigen Fällen kann es auch erforderlich sein, dies an anderen Türen zu tun. Achte auf die Symbole, die eingeblendet werden, wenn du dich in der Nähe einer Tür befindest. Nutze deine Karte, um dich zurechtzufinden. Okay. Also mit M können wir endlich Karte benutzen. Vielleicht hier rausgegangen. Okay, lauschen können wir hier nicht. Also rein da. Gehen wir einfach mal blind hier rein. So, nach links sind wir gegangen. Gehen wir doch mal nach da. Haustelefon. Wir können lauschen. Ich höre nichts.
bräuchte 2 Leben, um die alle zu lesen. Ja. Globus, eine Kamera. Irgendwelche Doktorarbeiten. Noch mehr gruselige Bücher. Technische Bücher. Schwester aus japanischen Comics. Hm, okay. Oh, wenn wir sie nicht vorher einfetten, dann können wir bestimmt das Öl benutzen, oder? Mhm. Ha? Okay, das ist ein hübscher Schlüssel. Ob der denn zu dieser einen Tür führt, wo wir nicht durchkamen gerade? Alter! Hab ich mich kurz verjagt? I shouldn't answer the phone. Should I? Sollten nicht rangehen, ne? Nee, wir gehen nicht ran, sonst weiß er ja, dass wir hier sind. Warum bin ich gerade erst in der Bibliothek? They hung up. Kann ich einfach rangehen im fremden Haus und telefonieren? Gerade mit der verschlossenen Tür hier durch, ne? Ich höre nichts. Eine leere Kleiderschrank, ein Durcheinander. Oh, die armen Vögel. Mhm. Ah! Nope. Feuerholz! Können wir doch jetzt den Kamin anzünden, oder? Mierda. Wovor habe ich mich jetzt gerade so erschreckt? Was war da? Was habe ich nicht mitgekriegt?
weiß nicht, ob das jetzt so eine gute Idee ist, das alles anzuzünden, aber wir versuchen es mal. Nope. Was brauche ich denn noch? Warte mal. Wir haben den Schlüssel, das heißt, wir kommen vielleicht doch in diesen einen Raum rein. Ich dachte, der Schlüssel wäre jetzt weg. Julia, ich habe gestern eine andere Tür gesehen. Als ich am Esszimmer vorbeiging, hörte ich plötzlich Musik aus Papas Spieluhr. Als ich hineinging, sah ich die Tür. Ich bin losgelaufen, um es Mami zu sagen, aber als sie zurückkam, war sie weg. Sie hat mich geschimpft, weil ich mir angeblich Dinge ausgedacht habe. Das ist nicht fair, ich habe die Wahrheit gesagt. Hier war eine alte Tür, die anders war als alle anderen. Es steckte sogar ein Schlüssel im Schlüsselloch. Wenn ich sie noch einmal sehe, gehe ich rein und lasse die Tür offen. Dann wird Mama mir glauben. Saul. Ich habe die seltsame Tür gesehen, von der Julia geredet hat, die vorher nicht da war. Okay. Mami war sehr böse und hat Julia immer weiter angeschrien. Ich möchte nicht, dass sie streiten. Die Tür macht mir Angst. Ich verstecke den Schlüssel im Puppenhaus und werde die 5 Puppen verstecken, auch wenn sie dann böse auf mich sind. Ich werde sie wieder hervorholen, wenn Mami und Julia die Tür wieder vergessen haben. Eine hat Hunger, also macht ihre Freundin das Abendessen, weil es in der Küche gut riecht. Eine andere liest, während ihre Schwester ein Bad nimmt. Und die hässliche Puppe bewacht die Tür. Ich kann sie nicht leiden. Okay, also eine müsste im Esszimmer sein, die andere in der Küche, eine in der Bibliothek, eine im Badezimmer und eine an der Tür. Was zum... Der ganze Raum riecht nach Tabak, okay? Wo ich irgendwas anfasse, was mit Musik zu tun hat? Rümpel. Hello. Is there anyone there? Was zum? Hast du es dieses Mal geschafft? Du bist fast sicher, aber bleibe weiterhin auf der Hut. Was auch immer das war, könnte noch im Schatten lauern. Bei bestimmten Ereignissen hast du die Möglichkeit, in Räumen, die du bereits untersucht hast, an Türen zu lauschen. Denke immer daran, besonders vorsichtig zu sein. Es könnte dein Leben retten. Aiputa, who pushed that door? What's happening? Was war das? Muss hier nicht eigentlich irgendwo eine Puppe sein? Oder müssen wir erst das Puppenhaus vielleicht finden?
Himmel, Arnsbjörn, durch die Tür gehe ich jetzt erstmal nicht. Vielleicht die Puppen da? Okay. Ich höre kein Knurren, also gehen wir mal rein. Was soll ich denn tun? Was soll ich denn tun? Wir gehen nicht raus, wir gehen nicht raus, wenn da was ist. Things have calmed down. Gut, dass wir hier drin geblieben sind. Ein Vogel, der auf einem Mädchen sitzt, das mit einer Decke zugedeckt ist. Es wirkt so, als hätte der Vogel ihre Seele rausgerissen. Na toll. Ein Fahrrad. Nee, 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 nach unten war schon richtig. Ein Motorrad. Können wir damit nicht los? Sicherung. Oh, warte. Nein. Wie? Ah. Wir haben Sicherungen. Bedienungsanleitung für den Boiler. Okay, aber wo ist der Sicherungskasten? Wir haben jetzt auf jeden Fall Sicherungen. An der anderen Seite verschlossen, okay. Was bedeutet das? Versuchen wir mal unseren Universalschlüssel. Was hat das mit dem Walkie-Talkie jetzt zu bedeuten? Thank you.
Gutes zu bedeuten hat. Aber... Okay. 4, 7. Okay, das macht mir echt Kopfzerbrechen. Okay. 10, 15, 20 Ampere. Okay, mal gucken, wo die Kabel hingehen. Gelb, grün, rot und... Okay. Ich glaube, du kommst dahin. Du kommst dahin. Du kommst dahin und du kommst dahin. Ach so. Müsste sie auf jeden Fall dahin und die auch. Haben wir schon mal 30. Wie kommen wir denn auf 50? Nee. War die da? Da? So. Dann kommt in der Mitte schon mal die 25, glaube ich, an, weil da sind nämlich nur zwei Kabel drin. Dann müsste da noch 30 sein und die 25 bleibt ja nur noch da über. Erst aufs 25 dann. Das passt doch hinten und vorne nicht.
Wir sagen jetzt ganz oben rechts ist 30. Da geht rot und grün hin. Rot ist oben rechts. Und grün ist unten links. So, ins mittlere gehen grün und gelb. Nochmal. Und die hohen nach links. Ich meine, das macht keinen Sinn, ne? Es ist ja dann nicht gleichmäßig, aber. Okay, macht keinen Sinn. Ein Kabel im Haus sorgt für. Ach ja, richtig, das in der Küche, ne? Wir müssen das in der Küche irgendwie. Wie versteckt man sich eigentlich? Wie machen wir dieses Walkie-Talkie wieder aus? Okay, wir können es auch nicht ausmachen. Jahreszahl von dem Gemälde. Jetzt eigentlich nur noch oben, ne? Schauen wir doch mal, was oben ist. Okay. Und dann 1634. Nein, ich habe vergessen. Nope. Zu hören. Ich höre jetzt nichts Auffälliges.
Ich würde sagen, wir haben es leider nicht geschafft.